Fischsterben in der Berkel. Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Marco Bricke, schaut beunruhigt in das trübe Wasser der Berkel. Hunderte, meist kleinere Fische, liegen tot am Grund oder haben sich in den Rechen der Stauwerke verfangen. In den frühen Morgenstunden 26. Juli alarmierte Karl-Heinz Saalmann vom Ordnungsamt die Kameraden der Feuerwehr. Tote Fische an den Stauwerken Schulze-Echberding und an der Wasserkraftanlage Freibad waren gesichtet worden. Nicht zum ersten Mal bei hohen Temperaturen. Ein Mitarbeiter des Klärwerks lieferte eine erste Wasseranalyse. Sauerstoffgehalt und pH-Wert des Wassers sind unterhalb der Normwerte. Ab 10 Uhr war die Feuerwehr bei Schulze-Echberding, am Priesterwald und am Freibad im Einsatz. Wassermarsch, damit wieder mehr lebensnotwendiger Sauerstoff zugeführt wird.